In der letzten Folge sind wir nach Erzelingen gereist und haben uns nach bestem Wissen und Gewissen auf die Arena und den Ersten Orden vorbereitet, mussten jedoch zuerst einmal den Arenaleiter aus der Kohlemine bergen. Werden wir diese erste große Herausforderung unbeschadet überstehen? So, da wir Veit jetzt getroffen haben, würde ich sagen, probieren wir uns mal an der Arena, aber nur am ersten Trainer und check mal ab, wie es so abgeht und trainieren dann eventuell noch. Weil ich bin mir wirklich unsicher, ob das hier gerade so eine gute Idee ist. Stolunio, okay, da ist mein Lead natürlich schon mal richtig kacke. Weil da machen wir gar nichts. Wir machen auch, wenn wir sehr effektiv treffen, schon keinen Schaden. Mit Eisspeer, also Aber es geht halt mit Level 14 los. Das heißt, ich gehe jetzt spontan davon aus, dass das höchste Mon vom Arenaleiter Level 18 ist. Und wenn es Level 18 ist, dann haben wir mit unserem aktuellen Level absolut keine Chance. Wirklich gar keine Chance. Das ist wirklich keine schöne Aussicht. Kriegt die Miesmuschel das hin, dieses Rihorn zu besiegen? Ich bin mir nicht mal sicher. Auch wenn wir Eisspeer haben, aber ihr werdet gleich sehen, wie viel Schaden Eisspeer macht. Es ist auf gut Deutsch ein ziemlich schlechter Witz. Ja. Das ist sogar mehr, als ich erwartet habe. Also den Georox gerade in der Höhle habe ich definitiv weniger Schaden gemacht. Es zieht auf jeden Fall den Kampf ordentlich in die Länge. Aber 3-Hit ist sogar noch okay. Oh, er greift auch mit Furienschlag an. Das Battle der 5er-Attacken. Aber er trifft nur dreimal. Ich muss sagen, Wertelink ist schon gut. Mit Tackle wäre unser Muschas jetzt so useless. Das Einzige, was es dann machen könnte, ist Dingens einsetzen. Superschall. Weil Eisspeer hat wenigstens 50 Stärke und 100 Genauigkeit im Vergleich zu Tackle 35, 95. Hornattacke. Okay, wir können nicht missen, das ist gut. Ach, wir brauchen so dringend einfach eine Wasserattacke, ne? Wir brauchen so dringend einfach eine Wasserattacke. Und ich glaube, einen Kingstein zum Entwickeln, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher gerade. Level 14, immer noch keine Wasserattacke. Ich habe auch nicht nachgeguckt, wann Muschas eine Wasserattacke kriegt. Aber es ist zu spät. Einschätzen. Aber wie gesagt, ich bezweifle, dass ich vorher nicht trainieren werde. Ich werde wahrscheinlich vorher nochmal trainieren. Ammonitas. Stimmt, der könnte die ganzen Fossilien auch noch haben, ne? Aber gut, das ist ja jetzt hier gar nicht so schlecht, weil wenn es die Fossilien sind, dann wären wir mit Ezreal ja mehr als gut aufgestellt eigentlich. Dank des Funkensprungs. Wie viel machen wir dem denn so? Der ist jetzt auch nur noch Level 12, ne? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich glaube, ich werde trotzdem trainieren. Ich glaube nicht, dass der Arenaleiter... Ah, oder ist der nur auf 16? Oder ist der auf 18? Ich habe keine Ahnung, wie ich das einschätzen soll. Lilip. Ja gut, dann machen wir hier schon mal gar nichts mehr. Perfekt. Aber oh, hat er schon eine Gesteinsattacke? Riskieren wir es? Warum riskiere ich das? Die letzten Male 2-1 Risiko hat absolut nicht funktioniert. Erstauner. Glut. Vielleicht burnen wir ihn, dann sind wir safe. Umklammerung. Warum riskiere ich das eigentlich? Das ist so dumm, oder? Wir machen ihm eh keinen Damage. Und theoretisch sollte doch Dingens sehr effektiv sein. Eisspeer. Also warum zur Hölle sollte ich meinen Feuermann drin lassen? Bis jetzt hat er zwar nur Erstauner und Umklammerung, aber wer weiß. Oh ja, aber das war ein Crit. Ich wollte schon sagen, wir machen Damage. Aber das war nur ein Crit. Entschuldigung. Es ist halt so wenig Damage für so eine lange Animation. Ey, es ist so schlimm. Ah, Säure. Okay. Vielleicht hat er wirklich keine Gesteinsattacke. Wer ist das Letzte? Er hatte jetzt einen Ammonitas, einen Lilip. Dann müsste ja in der Theorie noch ein neues Dingens. Ja, Schilterus. Guck mal.
Ich wollte gerade sagen, da müsste ja ein noch eins aus Gen 4 dabei sein. Okay, Schildterus. Schwer zu sagen. Ich glaube, ich trainiere alle auf 16. Aber das ist dann immer noch risky, ne? Das ist dann immer noch risky. Wenn er wirklich einen 18er hat, dann... Ach, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. Ja, ich trainiere mal kurz. Oh, ich hab's geschafft, Leute. Ihr wollt nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Unser Team hatte echt keine Power. Aber mit Level 16 ist eine Menge neue Power ins Team gekommen. Ihr seht's ja rechts, wir haben zwei entwickelte Pokémon. Wir haben zwei, drei neue Attacken. Ich meine, klar, Hyperzahn wird hier wahrscheinlich useless as fuck, aber okay. Es geht los mit Kabuto, Level 11. Okay, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Bitte sag mir nicht, dass ich komplett überlevelt habe. Das wäre ein wenig ungünstig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in dem ROM-Hack der Vortrainer mehr ein höheres Level... Okay, da ist es. Da ist es. Oh, es ist Level 14. Ich habe zu hoch trainiert. Scheiße. Das ist das Pokémon, was sich in mein Gedächtnis gebrannt hat. Dieses Aerodactyl hat nämlich Eiszahn und Donnerzahn. Zusätzlich zu Flügelschlag und... Steinwurf, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das ist jetzt natürlich sehr anticlimactic. Das tut mir wirklich leid. Das Pokémon hat halt eine insane Coverage, vor allem für so early im Game. Und wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, dann kann einen das ganz schön nerven. Aber gut, das ist jetzt... Ah, das ist bitter. Hätte ich mal nicht so hoch trainiert. Ich hatte zu viel Angst, es tut mir leid. Geowurf? Ich glaube, Geowurf brauchen wir nicht. Ach man, das ist doch scheiße. Bitte sag mir, dass du noch ein höheres Pokémon hast. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das richtig im Kopf habe. Ach, das ist doch scheiße. Es tut mir leid. I'm sorry. Knokodon. Oder Cognodon, meine ich natürlich. Überbrückung, ja cool, okay. Es juckt halt einfach nicht. Ach man, das ärgert mich wirklich. Ich war mir sicher, dass er mindestens Level 16 ist. Vor allem nach dem, was wir vorher so gesehen haben an Trainern und so weiter. Ach, das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Hat er noch einen Trank? Ja, dachte ich mir schon fast. Der bringt ihm aber halt legit gar nichts. Holy shit. Der ist ja useless. Ja, ja gut, wir haben unseren ersten Orden. Yay. Nicht ganz im Sinne der Challenge. Nächstes Mal weiß ich Bescheid und level nicht so hoch. Ah, verdammt, das ist doof. Das ist doof. Aber naja, passiert. Wir kriegen Tarnsteine, ne? Und ich weiß nicht, ob ich Tarnsteine wem beibringen will. Kann überhaupt jemand von uns Tarnsteine lernen? Kann Onix Tarnsteine lernen? Das Problem ist halt, wenn wir Onix jetzt Tarnsteine beibringen, haben wir die TM nicht mehr, ne? Wir sind ja noch nicht fünfte Generation. Und ich glaube, im Moment werde ich sie noch nicht benutzen. Aber für später wäre das vielleicht legit eine Option, falls irgendwelche Competitive Items auf dem Feld sind, wie Fokusgurt oder so eine Scheiße. Also... Ich heb's, glaube ich, erstmal auf. Das ist, glaube ich, besser. Dann können wir uns jetzt aber auf Route 207 auf jeden Fall noch einen Encounter fangen. Vielleicht habe ich mich hier auch mit dem Level verschätzt. Die sind gar nicht so hoch gelevelt. Ein Knackleon. Okay, Level 16. Hier hatte ich offensichtlich... Oh nein. Oh nein, 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 nein. Knackleon kann Wegsperre haben, ne? Wow, okay, der Crit war sehr unnötig. Das heißt, ich kann eventuell nicht rauswechseln, was übelst scheiße ist bei Pech. Aber okay. Ein Libeldra würde ich natürlich mehr als fühlen, ne? Also, da hätte ich durchaus Bock drauf. Yo! Nice! Richtig gut. Knackleon wird doch zu Libeldra, oder? Knackleon, wie Brava wie Libeldra? Glaube ich. Ich hoffe. Es sei denn, ich bin gerade komplett lost. Und man wird es kaum glauben, aber ich habe tatsächlich einen vernünftigen Spitznamen für das Ding. Ach, wobei, verdammt, Waspaks weiblich? Egal!
Oh mein Gott, ich hätte so gerne einen Hippopotas gehabt. Holy shit. Oh nee, das ist sad. Das ist wirklich sad. In der nächsten Folge. Welche neuen Orte erwarten uns mit der Hilfe von Zertrümmerer? Wieso wird der Professor überfallen? Und wieso ist Drachenwut so verdammt OP?